Sag mal, kannst du die 2 wegmachen, die rechts neben uns ist? Weil ich kann die nicht wegmachen. Die könnte ich wegmachen, aber das sage ich es nochmal, da habe ich markiert. Ein Buch markiert. Ich denke, das war die 1, die du weggemacht hast. Ja, die 1 habe ich weggemacht, ja, die war ja nach oben. Aber ich habe mit der 2 ja nochmal ein Buch markiert. Und welches ist das? Und zwar, weil sonst kann ich nämlich bei Fertigkeit nicht bei dem Ingenieur weitermachen, da brauche ich unbedingt das Buch. Und zwar das Polymerchemie. Ach so, das wollte ich gerade markieren. Okay, dann ist das die 2 unten, alles klar? Genau. Mir sind jetzt gerade die Bücher ein bisschen wurscht, weil wir haben Stunde 19, ich möchte die noch vorbereiten. Ja, deswegen bereite du vor, ich kümmere mich um die Bücher. Man kann ich noch eine Stachelfalle? Das wäre gut, glaube ich. Was brauche ich da? Und das? Zahnradmotor, Eisenbarren. Was? 40,92? Eisenerz. Hier? 173,98. Boah, ich blicke hier halt nirgends durch bei diesen Kisten. Ups. Mach mal größer. 40,92. Und 173,98. 40,92. Kupferdraht und Gummi. Was ist jetzt das? Kann ich das nicht aufheben? Ach, hast du Seile rausgeschmissen? Warte, ich bin gerade hier. So, oh. Die 3. Ich will ja nichts sagen, aber das Buch für die Fahrzeuge ist genauso weit weg. Um überhaupt Fahrzeuge herstellen zu können, musst du erstmal Kilometer laufen. Seile rausgeschmissen? Wo rausgeschmissen? Da waren Seile gelegen am Boden. Nicht bewusst. Ist egal, ich hab's aufgehoben. Okay. Ich wollte Kupfer, wollte ich noch. Gut. Warte, mach ich mal. Hier, Fallmaschine. Wie viel kann ich machen? 2 Stück. Naja, 2 besser als keins. So, und ich glaube, dass ich auch... Was? Upgrade? Das ist eine Info für mich, oder hast du nur vor... Ich nuschel. Okay, nur ein bisschen vor mich hin. So. Also hier wollten wir noch mal eine Mauer oben drauf setzen, da vorne, ne? Ich glaube aber, das reicht absolut, wenn wir da eine halbe setzen. Ich bin mir nicht sicher, was so hoch... Die springen zwar, aber ich glaube nicht so hoch. Wir haben Bärenpelz. Hast du Bären erlegt? Ja, wir haben sogar 2 Bären erlegt. Ey, du Bärentöter. Yes. Ja, so, jetzt mache ich mir endlich den Mist. Ach komm, ist egal. Juhu. Ich glaube, das ist sogar nicht schlecht, wenn wir das hinmachen. Okay, so, jetzt kann ich hier... Mal gucken. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So. Genau.
dann noch da eine Treppe hoch, dann passt. Dann können wir nämlich da hochlaufen. Wir können nicht runterfallen. Ja, passt schon. Weil ich weiß auf jeden Fall von meinem letzten Single-Let's Play, da hatte ich, glaube ich, zwei Mauern, also die Mauer, die schon da steht, vom Gelände her. Und da habe ich dann nochmal eine große Wand drauf. Und das war, glaube ich, viel zu viel. Ich glaube, so viel hätte ich gar nicht machen müssen. Okay, ich bin jetzt hier mit Seelen und so weiter erstmal fertig. Bist du? Guck ich mal, was du da so machst. Ich mach nix. Ich mach nix Gescheites auf jeden Fall. Also ich denke... Mach mal auf. Ich denke, dass es sinnvoll ist, wenn ich nach diesem Ingenieurzeug suche, weil... Ja, das möchte ich auch wegen dem Schraubenschlüssel. Ja, nicht bloß wegen dem Schraubenschlüssel, sondern auch wegen... Damit du hier weiterkommst. Dem, dass wir halt Strom machen können auch. Also das ist dann deine grüne 2. Ja, dann würde ich sagen, morgen früh machen wir das als nächstes. Also ja. Jetzt hier nach dem Gekämpfe hier. Genau. Ich habe nur noch keinen anderen Zugang. Ich habe bis jetzt nur den. Keinen anderen Zugang, nur den? Ja. Deswegen habe ich das jetzt mal hier hingebaut, dass wir da von oben gucken können. Hm. Da sind wir doch einigermaßen gut geschützt, denke ich. Es ist halt das Material, ne? Wir hätten viel mehr Steine auch mitnehmen müssen, aber man kann gar nicht alles machen gleichzeitig. Man ist ja auch ständig voll. Ja. Und deswegen ist ja dann auch wiederum die Tasche gut. Da liegt schon wieder Reh drin. Genau. Meine Güte. Aber Sandman lässt auf sich warten, wa? Naja, vielleicht hat er länger gemacht oder so. Man weiß ja nicht. Oder ist irgendwo aufgehalten worden. Ich muss mal einen Schluck trinken. Prost! Prösterchen! Machen wir doch mal hier. Prost! Prost! Lasst euch schmecken! Aber wir haben jetzt Stunde 20. Warum ist das noch so weit weg von... Komisch. Sprechen Sie in ganzen Sätzen, dass ich Ihnen folgen kann? Na, wir haben doch jetzt seit einer Stunde 20. Mhm. Aber irgendwie müsste doch dieser Ring schon weiter sein dann. Oder ach so, nicht? Meinst du das, ja. Ja. Hm. Naja. So, ihr habt doch jetzt 12 Plätze mehr und die Stapelmenge lässt sich ja auch noch verbessern. Ja, die lässt sich auch noch verbessern. Da müsste ich allerdings mal... Ach, Stapelmenge gucken. Geht auch. Was ist denn das? Was ist was? Was man da spielen muss für die Stapelmenge. Entschuldigung. Ach so. Das geht, wenn du... Genau. Wenn du hier auf diesen Ausrüstungstisch gehst, wo ich jetzt gerade stehe. Ja. Und dann ist ganz rechts das Symbol mit dem... Amboss und dem Hammer und dieses Plus, da kannst du deine Ausrüstung skillen. Also auch die Klamotten und eben auch die Munitionstasche, Lebensmitteltasche und Materialtasche. Und in dem Moment hast du dann 10% mehr, was du aufeinander stackst. Munition, Materialtasche, Lebensmitteltasche. Genau, es ist mit allem. Dafür brauchen wir die Fischgräten. Genau. Da müssen wir uns auch mal drum kümmern, dass wir die Fische fangen, dass wir die Fische... Was lachst du denn? Naja, weil wir uns um alles kümmern müssen. Ja. dass wir praktisch nur die Fische angeln, die wir für den Angelteich brauchen, den wir bei uns bauen können, dass wir nicht ständig da zum Wasser rennen müssen, weißt du? Ja, weißt du, ich baue mir jetzt mal eine Angel. Das wollte ich auch gerade machen. Ich wollte einfach nur mal wissen, wie es angeln geht. Ja, ich auch. Aber das kann ja nicht schaden. Ich weiß bloß nicht, ob ich die jetzt halt baue, weil dann habe ich ja gleich wieder drum mehr. Na gut, komm, mach. Ich muss das andere Material muss ich eh rausschmeißen. Ich habe schon wieder so viel Munition einstecken. Und ich dachte, hier sollte nur Munition drin sein. Ich finde hier alles drin irgendwie. Also, wo baue ich meine Angel? Ich habe noch nichts gefunden. In deinem Tab-Menü. Achso.
Angelschrotwinde. Da brauche ich. Brauche ich ein bisschen was. Zwei. Was ist denn das da eigentlich? Bolzengriff? Chance auf Blutung. Ach, das sind Verbesserungen wahrscheinlich für die Waffen, ne? Kann an Geräten im Hand. Was? Ja. Das probiere ich mal. Seil und Stück Eisen. Ich habe das Gefühl, die bewegt sich immer. Achso, das ist so. Nee. Ich glaube, ich sollte mir dann gleich nochmal ein paar Köder machen. Da brauche ich wieder kleines Fleisch. Für was ist denn dann bitte diese Teile? Oder ist das ein. Boah. Was ist denn das wieder für ein Satz? Kann an Geräten am Handgemacht angebracht werden? Bitte? Was? Ja, genau. Bitte Deutsch? Ah, den Kettengriff kann ich dran machen. Ach so, und das ist wahrscheinlich dann speziell für die Axt. Okay, das heißt, ich habe jetzt meine Machete verbessert und mache damit. Hab den Kettengriff eben, damit bin ich schneller beim Zuschlagen. Und warum hat es Zündungsspule 2? Wie hast du jetzt was verbessert? Wenn du in dein Tab-Menü gehst. Ja. Hast du doch bei Hand gemacht, auf der rechten Seite hast du doch diese Schraube und das Zahnrad. Ja. Und da ist nur ein leeres Feld und dann ein großes schwarzes Feld. So, und jetzt, wenn du da eine Waffe oder ein Werkzeug reinlegst, was diese weißen Kästchen drin hat in dem Symbol, dann kannst du hier was hinzufügen. Moment, wo war das jetzt? In der Kiste, glaube ich. Genau, da sind solche Teile drin. Ach so. Ja, du kannst dann quasi sowas wie diesen Bolzengriff, kannst du dann quasi an deinem Messer oder was weiß ich, wo auch immer, halt Handwaffe. Jetzt kannst du das dann. Frage, ich habe nur eine blaue Machete. Ja, habe ich auch. Wenn ich die jetzt verbessere nicht. Und ich eine goldene Machete finde, kann ich das dann wieder abmachen? Das, warte mal, ich probiere mal das mit der. Ja, kannst du. Okay, dann gucke ich mal. Säge, Chance auf Blutung, Geschwindigkeit, Stecker. Ach, das ist ein Griff für ein Schild. Mensch, es steht doch dabei. Mach halt mal deine Augen auf, Mensch. Bin mit mir selbst böse gerade. Chance auf Blutung. Spiel ich das mal? Nee. Okay. Dann Machete. Kann man da nur eins dran machen oder mehr? Na, je nachdem, wie viele Felder du hast. Es gibt Waffen mit einem, zwei oder drei Slots. Ich weiß nicht, ob es noch welche gibt mit vieren oder sowas. Warte, guck ich mal. Aber ich habe jetzt halt nur welche bis drei, bei der Pistole zum Beispiel. Kannst auch noch was an deine Pistole machen, okay. Da muss ich eben erst einmal rausfinden, ne? Ah. Ich glaube, jetzt habe ich die Machete runter. Nee. Das da wahrscheinlich. Ich habe die Machete noch in der Hand, ich sehe sie aber weder in der Schnellleiste. Ja, du hast die. Sortier einfach mal dein Menü. Die ist auf jeden Fall nicht weg, die ist schon noch da. Da ist sie. Nee, das war falsch. Das soll auf Blutung kann ich hier aber nicht reinlegen, oder? Was kannst du? Säge, die kann ich bei der Machete nicht reinlegen. Nee, das steht aber da Angriffsteile für Nahkampfwaffe. Eine Machete ist für mich eigentlich eine Nahkampfwaffe, aber okay. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Das ist wahrscheinlich jedes Teil irgendwie für spezielle Waffe oder so. Ich blick da auch nicht durch. Mach es mit Doppelklick. Mit Doppelklick. Ja, aber was?
Das Hologramm ist hier, oder wie? Also ich kann gar nichts an die Machete anbringen. Ah, mit Rechtsklick. Ich habe jetzt das mit Rechtsklick gemacht. Bei der Pistole. Ich habe mir das Hologrammvisier genommen und dann eben diese Polizeipistole und habe dann einfach nur Rechtsklick auf das Hologrammvisier gemacht und dann hat es automatisch reingezogen. Und das gleiche probiere ich jetzt nochmal. Es halt sein, was? Halt alles sein Fach. Ach so, es hat alles sein Fach. Deswegen, also dann geht es nämlich nicht mit reinziehen, sondern man muss es tatsächlich. Wahrscheinlich läuft die Welle an uns vorbei. Ja, ich glaube auch. Ist der Stecker hier überhaupt richtig drin? Okay, aber das geht nicht rein. Okay. Du, gehört der Stecker hier überhaupt rein? Welcher Stecker? Der hier in der Kiste drin ist. Das weiß ich nicht, aber kannst du den drin lassen, weil ich wüsste nicht, wo ich den sonst hin tun soll jetzt. Ja. Jetzt verstehe ich auch, was die Pünktchen da bedeuten. Ja, das sind die Ausrüstungsslots, ja. Also ich konnte die Pistole nur ein Teil reintun und in die Machete gar nichts. Ja, ich auch. Und wenn du jetzt Pistole rechtsklick machst beim Zielen, dann hast du eben so ein Visier. Okay. Ah, okay. Das ist für uns Noobs ist das echt gut. Also so diese Blutung, die hätte ich schon gerne an der Machete gehabt, ehrlich. Ja. Aber was kann ich denn dann an die Axt packen? Ich weiß, es gibt wahrscheinlich noch mehr Bauteile, die haben ja nicht nur eine Sache dahin. So, wie schaut es in den Beeten aus, hä? Die hast du erst angepflanzt, so wie es ausschaut. Ja, eben gerade. Ich brauchte ja, ne? Ui, ist das Ding hoch. Ja, das ging nicht niedriger. Mit Q? Nee, da wurde es rot. Okay, seltsam, ne? Ja. An die Axt kann ich auch nichts packen. Okay. Ich musste mal kurz einatmen. So, ich brauche wieder Zement. Nee, hier, Tier. Nee, ich brauche Zement. Und den kann ich nicht machen, weil ich wieder Kalkstein brauche. Ach, das ist doch alles. Man braucht halt sehr viel Matz, ne? Deswegen farmen. Wir sollten auch echt in die Häuser reingehen, ey. Wir finden da so viel Zeug teilweise. Ja. So, jetzt tue ich mal schauen, ob ich vielleicht die ein oder andere Kiste mal aufwerten kann. Aufwerten, habe ich gesagt. Ja, die gehen ja noch größer, ne? Upgrade. Ja, ja. Sandman hatte ja nur einmal aufgehört. Ja, weil uns bearbeitetes Leder fehlt. Das Leder ist hier in der Tierkiste. In der Tierkiste? Ja, hier. So, ich brauchte Fett und kleines. Fett ist Fett. Ich mach mal Köder für die Angel. Sozusagen Angelköder. Ja, 5 Stück. Willst du auch 5 Köder haben? Ja, wenn du mir welche mitmachst, dann ist das natürlich nice, ne? Voll nice ist das dann. So, jetzt leere ich mich mal aus. In die Kruschelkiste mal 5 Köder rein, ne? In die Krutschelkiste, jawohl. So, Nägel, Eisenbarren, Kupferbarren. Den brauche ich ja. Ich habe halt die Sachen immer so bei mir einsortiert, wie ich es auch im Inventar habe. Und dadurch konnte ich einfach nur von links nach rechts durch die Kisten gehen und habe einfach immer das reingeschmissen, das Zeug. Und hier ist alles irgendwie so durcheinander sortiert. Das sind
Geldstücke, Bücher, Batterien. Was ist denn das? Sprit hatte ich doch auch irgendwo. Oder hatte ich den vorhin schon raus? Ja, wir können ja die Kisten wieder umsortieren, ist ja. Oder sortier die Kisten so, wie du sie brauchst, und ich gewöhne mich da schon dran. Wenn ich da einmal weiß. Nee, da gehe ich nicht ins Handwerk vom Sandman. Aber ich könnte ein paar Seile herstellen. Warum ist denn hier das bearbeitete Leder? Nee, Quatsch, da brauche ich ja Stoffe dafür. Boah, haben wir viel Stoffe. Das bearbeitete Leder habe ich raus, weil ich die zwei Kisten aufgewertet habe vorne dran. Achso, ich habe nämlich gerade wieder welches reingetan. Ich denke, da war doch bearbeitetes Leder drin. Bist du bekloppt? Ja, deswegen habe ich ja die ersten zwei Kisten sind ja aufgewertet, to the maximum. Ja. Okay, das wechselt sich. Das ist gut. Stoffe. So, jetzt habe ich da Holz und da Baumstamm. Wenn ich das halt immer über diese Sortierfunktion mache, dann habe ich das auch immer in der gleichen Reihenfolge. Ganz egal, ob ich mein Inventar aufmache oder ob ich die Kiste aufmache. Es ist immer die gleiche Reihenfolge. Deswegen, ja, dann mach das doch. Also, wie gesagt, Sandman ist ja sowieso weniger da als wir. Sortier dir das doch so, wie du es brauchst. Sandman ist das bestimmt doch sowieso total schnurzegal. Hauptsache, es ist geordnet. Kommen da schon die ersten? Ich habe jetzt gerade die Falle gehört. Ach, Äste muss ich ja einstecken lassen zum Nachladen. Hätte ich gleich so machen können. Oh. So, aber wenn hier Baumstämme drin sind, dann sollte ich da auch Bretter reintun, oder nicht? Dann packe ich hier mal die Angel anstatt den Bogen rein. Ach stimmt, und hier war ja das Kupfererz und das Eisenerz drin, wobei ich ja hier vorne, nee, irgendwo anders. Die Angel hat überhaupt keine Schnur, guck mal. Das ist eine billige Angel, ja. Was willst du da erwarten? Da müssen sie, ne? Muss ich jetzt laden? Wie kriege ich denn da den Köder dran? Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie geangelt in dem Spiel. Ich auch. Okay. Jetzt geht's gleich los. Jetzt habe ich mein Inventar so weit ausgebaut nach unten, dass ich gar nicht gesehen habe, dass ich hier unten noch was drin hatte. Ja, es geht gleich los. Ey, ich brauche länger zum Sortieren wie zum Sammeln. Ach, da sind die Seile gewesen, stimmt. Quatsch, was machst denn du? Ach so, die nächsten beiden Termine für nächste Woche, wo ich noch Urlaub habe, die standen jetzt auch, ja? Ich glaube schon, ja. Also zumindest kam ich, wüsste ich jetzt nicht, welche hat begonnen. Machen wir das halt da rein. Achso, ich sehe es zehnmal, die Sachen, und sehe es doch nicht, ey. Das nervt mich jetzt tierisch. Gerade. Entspann dich, bleib ruhig. La, la, da sind noch la. Blätter und so weiter. Samen meine ich, wenn du irgendwie... Ja, weißt schon. Samen habe ich alle in der Tasche, weil ich die immer brauche. Wieso, hast du welche über? Sind alle in der, alle im Dings, alle im Sack. Alle im Sack. In der da Kiste. Da gehören sie auch hin. Da ist doch eben einer angelaufen gekommen. Wo ist denn der hin? Der hat sich in Luft aufgelöst.